Ich kenne die beiden nicht. Science and Fiction. Also nicht Simon Fiction, sondern Science and Fiction. Ich habe den Joke schon gebracht und er war nicht witzig. Science Fiction. Los geht's. Lego Star Wars. Oh, den hatte ich auch mal. Was? Der ist 150 Euro. Millennium Falcon. Alter. Ey, das finde ich sogar echt cool, obwohl ich Star Wars Noob bin. Ey, ich hab den auch. Der ist so viel wert. Ich finde aber das mega gut. Guck mal. Ja, Mann. Chewbacca. Das ist krass, Alter. Weißt du, was das ist überhaupt, der Millennium Falcon? Ich glaube, es ist ein Raumschiff. Das war so sehr gut, Simon. Simon kennt einfach irgendwie gar nichts. Das ist los, Simon. Das ist Chewbacca. Ist das nicht der mit dem Laserschwert? Stehlampe. Alien. Das ist was für dich. Minimalistisch creepy. Wunderschön, wirklich. Stehlampe circa einen Meter hoch. Vor allem, warte mal, das ist gar keine. Ich glaube, das ist ein Scam. Das ist einfach nur, ja, dieses. Ich glaube, das ist einfach nur ein Alien und da wurde eine Lampe auf den Seiten gelegt. Das ist gar keine Stehlampe. Sieht's nämlich aus. Ja, okay, das ist gar keine Stehlampe. Okay, next one. Laserschwert! Oh mein Gott. 300 Euro, tschüss. Es ist Lichtschwert korrekt, oder? Auf Deutsch. Weil man sagt nämlich immer Laserschwert, aber das ist falsch. Es ist eigentlich das Lichtschwert, oder? Lightsaber heißt es in Englisch. Also ja, eigentlich Lichtschwert. Das ist eigentlich Lichtschwert, nicht Laserschwert. Eine Nachbildung von dem Lichtschwert von Obi-Wan Kenobi. Also wenn ich damit Brot schneiden kann, würde ich schon 300 Euro bezahlen. Das finde ich schon okay. Zitrus-Presse. Was ist Kosmos-Squeezer? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Kopf von einem Außerirdischen, der ziemlich spitz ist, auf dem man eine Zitrone zerrücken kann. Muss man dann den Kosmos-Dinger runternehmen? Also ist komplett überfordert. Das sieht aus wie ein Alien. Stimmt, das sieht aus wie ein Alien. Sieht aus wie ein UFO. Ja, stimmt, deswegen. 3 Euro, mein Gott. Ich meine, kann man mitnehmen. So, kann man machen. Originalband Presto Dragon Ball Zeitmaschine. Für 40 Euro kann ich in der Zeit reisen. Zeitmaschinen sind nicht so teuer. Ach so, nicht? Das lohnt sich, würde ich sagen. Das finde ich auch, ne? Also, wenn die funktioniert, dann ist das echt krass. Zu wo würdet ihr hin zurückreisen? Boah. Zu Simons Geburt und sie verhindern. Nein, Spaß. Oh. Boah, das finde ich voll die interessante Frage. Ja, ich frage mich das nämlich voll oft, weil ich, wenn ich gefragt werde, was für eine Superkraft ich gerne hätte, dann wäre es Zeitreisen. Nee, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde schon fliegen. So. Fliegen ist echt voll cool, Mann. Dann müsste man auch irgendwelche super Augen oder Augenlider haben, weil ich glaube, wenn du fliegst mit so 500 km/h oder sowas, deine Augen, die drückt nach hinten in den Kopf rein. Du brauchst so voll die krasse Fliegerbrille. Also das Ding ist halt, sieht voll doof aus. Du bist so voll cool und kannst fliegen und dann hast du so eine doofe Schwimmbrille mit so Gummiränden auch so. Weiter geht's. Akte X. Dana Scully Funko Pop Figur. Aha. Cool. Also Akte X habe ich jetzt nie so geschaut. Und was hat das? Oder warte, war Akte X das, wo du mehrere Fälle hattest? Okay. Und 3 Fälle wurden dir gezeigt, also 3 Geschichten sozusagen nacherzählt und nur eine war echt und du musstest am Ende raten, welche die wahre Geschichte ist. Was war denn das? Das war was anderes, ne? Ich kann mich nur erinnern an eine, die hat die war schwanger und dann hat sie einen Krebs geboren. Also das war dann eine nicht echte Geschichte. Das war dann, glaube ich, die nicht echte Geschichte. Sternwarte Bader 3,2 Meter. 7.500 Euro. Hä? Okay. Was ist das genau? Eine Sternwartenkuppel. Krass. Kannst du einfach mal Sternwartenkuppel kaufen, Alter? Ja, aber was Sternwarten, was machst du damit? Kann man damit wohnen? Wartest du auf Sterne? Es dient für Beobachtungsinstrumente gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz. Wie willst du da raus schauen? Was heißt mit Elektroantrieb? Elektroantrieb ist dann die Tür oder was, die sich schließt? Oder das Ding ist eine Sternwarte, weil du damit nicht auf die Sterne wartest, sondern zu ihnen hochfliegst und das Ding kann fliegen mit Elektro. Das wird sein. Das wird sein. Safe. Ja. Experimentierkasten Kosmos. Chemielabor, das ist cool. Das ist wirklich cool. Aber wartet mal, lest mal die Experimente durch, das ist super langweilig. Warum wird der Pudding fest? Wie geht der Fleck weg? Was sprudelt in der Limonade? Aber es ist schon interessant. Es ist halt für eine sehr junge Zielgruppe. Genau, überleg mal, ja, wenn du ganz klein bist. Dann denkst du, boah, wow, krass, cool. Shit. Oh Mensch, wie kriege ich diesen Fleck weg? Ich muss ihn unbedingt wegputzen. Nee, der war die Matrix. Ist das der Original von Keanu Reeves? Matrix hab ich auch nicht gesehen. Heute. Was? Das Matrix auch nicht gesehen? Den haben wir in der Schule mal geschaut, mit irgendeinem richtig coolen Lehrer. Ich finde halt, das ist so ein Klassiker, den muss man einfach, also... Ja. Ich finde die Kampfszenen halt, finde ich, so die sind cool. Krass. Die haben halt da richtig krasse Maßstäbe gesetzt. Für die damalige so. Zeit. Ja. Für die damalige Zeit. Ja, trotzdem, den Mantel will ich nicht haben. Ja, der ist irgendwie ein bisschen ugly so. Ich finde den echt nicht schön. Auch im Film für 90 schon. Euro. Ja, auch im Film schon, nicht der. Flechraumfahrzeug. richtig schlecht. Witzig, schlechter Titel. So. Blechraumfahrzeug. Das ist so hässlich. Ey, das ist so ugly. 1960 in Japan hergestellt, original Rarität. Warte mal, 460 Euro? Wie groß ist denn das Ding? Was für ein Blechteil? Weißt du, Blech geformt und angemalt, das gibt's doch nicht. Zeremonien gemäß. Gefäß. Warte, was hast du gesagt? Boah, gemäß.
Zeremoniengefäß. Irgendwie das Gesicht von dem Viech ist hart funny. Das sieht richtig aus wie diese eine Statue von Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Diese abnormal verkackte Statue, die so. Kannst du mal versuchen, das nachzumachen? Ich würde echt sagen, dass wir das holen eigentlich, aber 150 Euro ist schon viel. Ich glaube, das Geräusch, was dieses Wesen so von sich geben würde, wäre die ganze Zeit so ein. Oh mein Gott. Ich kenne die beiden nicht. Die Physik des Unmöglichen. Beamer, Faser, Zeitmaschinen. Oh geil. Was ist ein Faser nochmal? Beamer, das ist doch so ein Auto mit Cabrio-Dach oder so. Für technisch interessierte und der Physik zugewandte Personen ist dies genau das richtige Buch. Ich erkenne gar nichts. Meine Haare sind überall. Das unten könnte irgendwie eine Treppe sein. Ein Beamer, eine Zeitmaschine und ein Faser in einem. Alien-Figur, schon wieder. Mann, sie verfolgen uns. Einzelstück. Amk. Eltern ist Einzelstück. Mhm. Ach, selten. Okay. Weißt du, wenn die irgendwann mal Aliens entdecken und die sehen halt einfach ganz. Also, wenn die das sehen würden, die würden sich so verarscht fühlen. Vielleicht würden sie sich auch geschmeichelt fühlen, weil das Ding voll gut aussieht im Vergleich zu denen. Also, es wird ja safe irgendwo draußen noch weiteres Leben geben, so. Und wie die uns so wohl malen. Ja, wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich echt genauso. Ja, nee, eigentlich ist es ja so voll hirnrissig, wie arg wir von uns ausgehen. Ja. Würde ich mal sagen. Total. Das sieht ja quasi aus wie ein Mensch, so. Und als ob die anderen Aliens nicht irgendwie aussehen wie NASA oder so, aber halt krasse Menschen sind, so. Wisst ihr, was ich meine? Boah, geil. Haben. Das ist echt cool. FBI-Kostüm. Voll geil. Body Inspector. Ich find's super cool. Ist die kugelsicher? Was steht FBI? Federal Bro Investigation. Das Body Inspector hast du gerade gesagt. Federal Bro Investigation. Alien Mission, Kinderspiel. Boah, das sieht nicht nach Kinderspiel aus, das sieht nach einer scharfen Waffe aus und nach einer Schutzbrille. Das sieht echt heftig Vor allem aus. Die Schutzbrille, vorher hatten wir es beim Fliegen mit der Superkraft. Da haben wir sie. Das Ding wäre cool. Die Knarre könnte auch gleichzeitig die Fernbedienung fürs Fliegen sein, wenn man es nicht selber mit seinem Körper kontrollieren kann. Die Brille funktioniert einwandfrei, die Pistole scheint nicht mehr zu funktionieren, was das Spiel aber überhaupt meiner Meinung nach nicht scheitern lässt. Man kann durch die Brille kleine Aliens sehen und muss sie dann mit Fantasie erledigen. Boah, gruselig. Hä? Sie funktioniert nicht. Die Waffe funktioniert nicht. Man kann sie mit Fantasie erledigen. Hä? Das ist doch das Hauptding, das ist halt was man so braucht. Doof. Was? Hä? Hey, warte mal, ist das eigentlich so, dass du die Aliens siehst und dann schießt du mit der Waffe und dann verschwinden die in dem Spiel? Genau. Das ist voll das kranke, interaktive, geil, virtuelle Videospiel. Ja, genau. Das ist der Anfang des Virtual Reality. Ja, es fängt an auf eBay Kleinanzeigen für 10 Euro. Nichts. Oh, krass, geil, ein Video. Noch ein Video. Oh, kann man deinen Kanal abonnieren? Ja. Kostenlos. Unglaublich. Das ist ein krasser Deal. Okay, das würde ich auf jeden Fall machen. Davor würde ich aber noch in die Kommentare schreiben, welche Anzeige euch am besten gefallen hat. Ja. Und sowas. Und wenn ihr coole weitere Anzeigen habt, dann schickt ihr uns. Ja, dann kommt vielleicht das nächste Video. Genau, und also auf jeden Fall, der Abonnierbutton sieht doch richtig rosig und rund aus. Ja. Ciao. Tschüss.